Hoch die Hände, langes Wochenende und damit hallo und herzlich willkommen hier bei Beautiful People, eurem Cloud Gaming Kanal. Ich bin Helmut und heute gibt es 5 neue Spiele für Nvidias Cloud Gaming Dienst GeForce Now. Dabei sind neue Spiele, aber auch alte, gute Klassiker. Was ihr davon spielt übers lange Wochenende und was ihr vielleicht auch nicht spielen werdet, das interessiert mich sehr. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ich aber heute noch am Donnerstag, am Herrentag mache. Und dann vielleicht auch am Wochenende zocke, das verrate ich euch am Ende des Videos. Jetzt erstmal viel Spaß beim heutigen Video. Cat-Content geht ja eigentlich immer, dachte sich auch der Entwickler Double Dagger Studio und veröffentlicht am heutigen 9. Mai das Spiel Little Kitty Big City. Neu unter anderem über Steam und Xbox. Und mit den beiden Integrationen kommt das Spiel auch im Laufe des heutigen Abends neu zu GeForce Now. Inhaber des Game Passes können sich ebenfalls freuen, denn das niedliche Katzenspiel ist Bestandteil des Game Pass. Und um was geht es? Eigentlich sollst du in dem familiengeeigneten Katzenabenteuer den Weg nach Hause finden. Also wirklich nur eigentlich, denn wie das nun mal so als Streuner ist, alles sieht so spannend aus und riecht so gut. Erkunde die Stadt also einfach in deinem eigenen Tempo und auf einem Open-World-Spielplatz natürlich mit zahlreichen Überraschungen. Freunde dich mit einem bunten Trupp gesprächiger Tiere an, schließe Quests ab, hilfe deinen tierischen Freunden oder sorge für totales Durcheinander, wie du willst. Auch möglich, schmücke dein Catch mit einer Vielzahl von niedlichen Mützen oder mach ein Nickerchen im Sonnenschein. Ja, und dann denk dran, finde einen Weg nach Hause. Also irgendwann. Für 19,50 Euro könnt ihr euch in ein Leben als Landwirt stürzen, falls ihr die Steam-Version des Spiels Farmer's Life kauft, welches neu zu GeForce Now kommt. Das Leben auf dem Bauernhof erwartet dich. Bist du bereit, die Ärmel hochzukrempeln und deine Hände schmutzig zu machen? Auf dem Bauernhof wartet harte, aber zugleich erfüllende Arbeit auf dich. Pflanzen müssen gepflügt werden, überhaupt erst gesät werden, am Ende natürlich geerntet werden. All das gehört zu deinen täglichen Aufgaben, um deinen Bauernhof erfolgreich zu führen und deinen Lebensunterhalt zu sichern. Und gestalte deine Traumfarm. Baue alles, von gemütlichen Häusern bis hin zu stabilen Zäunen, Toren, Schuppen und mehr. Gestalte deinen Bauernhof ganz nach deinen Wünschen in Farmer's Life, ab heute neu bei GeForce Now. Honkai Star Rail ist ein mit 80 Punkten bei Metacritic.com bewertetes Weltraum-Fantasie-RPG von Hoyoverse und in der Basisversion kostenlos im Epic Games Store zu haben. Steige in den Astral Express ein und erlebe die unendlichen Wunder der Galaxie auf dieser Reise voller Abenteuer und Nervenkitzel. Begib dich auf ein galaktisches Abenteuer, bei dem du die Geschichte bestimmst. Erforsche fantastische Welten und Zivilisationen und entdecke die Geheimnisse jenseits aller Vorstellungskraft. Auch toll, im Rewards-Programm von GeForce Now erhaltet ihr das Honkai Star Rail Starter Kit mit 30.000 Credits, 3 Refined Ethers und auch 3 Traveler's Guides. Also schaut da doch direkt mal vorbei. Für alle Fans von außergewöhnlichen Simulatoren erscheint das Spiel Supermarket Simulator via Steam neu bei GeForce Now. In dieser unterhaltsamen Ego-Simulation muss jedes Detail der Führung eines Supermarktes konzipiert werden. Gestalte deinen Laden und optimiere dabei Effizienz und Ästhetik. Lege fest, wo die Produkte ausgestellt werden, verwalte deine Gänge und sorge für ein reibungsloses Einkaufserlebnis für deine Kunden. Bestelle Waren über einen Computer im Spiel, packe die Waren dann aus, ordne sie in den Lagerraum und stelle sie in die Regale, Kühlschränke und natürlich auch in die Gefrierschränke. Scanne dabei die Artikel, nimm am Ende die Bar- und Kreditkartenzahlung entgegen und sorge dafür, dass die Kunden mit ihrem Einkauf und der Kasse zufrieden sind. Wenn das alles klappen sollte, dann könnt ihr natürlich am Ende auch expandieren und euren Supermarkt vergrößern. Falls euch das Spiel zusagt, es ist aktuell noch im Early Access und noch bis zum 17. Mai für 10,39 Euro bei Steam käuflich zu erwerben, dann für knapp 13 Euro wieder normal.
Die Tomb Raider Definitive Edition ist 2014 erschienen und war ein damaliger Re-Release, unter anderem für die Xbox One, für welche das Spiel einen starken 86er Metascore absahnen konnte. Heute kommt das Spiel neu zu GeForce Now und zwar über die Xbox-Integration, wo es aktuell noch im Game Pass enthalten ist. Das Spiel wurde komplett neu gestaltet und glänzt unter anderem mit einer noch detailreicheren Lara in einer lebensechten und komplett ausgestalteten Welt. So bewegt sich zum Beispiel jede Strähne in Laras Arm realistisch und auch physikalisch korrekt. Auch Shader und Beleuchtung wurden natürlich überarbeitet, um Laras Abenteuer in seiner Intensität, etwa bei Schlamm- und Dreckeffekten, noch direkter erlebbar zu machen. Lara muss aufregende Kämpfe überstehen, ihre Waffen und Ausrüstung anpassen und gegen eine gnadenlose Umwelt bestehen, um ihr erstes Abenteuer zu überleben, das tödliche Geheimnis der Insel zu lüften. Die Definitive Edition des preisgekrönten Action-Adventures enthält alle DLC-Inhalte, die für Tomb Raider veröffentlicht wurden, unter anderem die Singleplayer-Challenge Tomb of the Last Adventurer. Viel Spaß! Boys and Girls, also ich werde mir jetzt gleich erstmal den Schnurri ein bisschen besser rasieren, damit ich auch wirklich hübsch aussehe. Dann werde ich mich noch fix aufbrezeln und dann geht's raus mit Freunden. Und da gibt's so eine Mischung zwischen Kühlgetränke, Kaltgetränke, wärmeren Getränken. Wir werden Blazy zocken, das weiß ich auch, und werden schön abhängen, was Leckeres essen. Ein richtig geiles Wochenende steht uns bevor und ich hoffe, ihr genießt dieses lange Wochenende, habt vielleicht auch Freitag Brückentag, so wie ich, das heißt mal eine Stunde länger schlafen und dann langsam wieder wach werden, die ein oder andere Sonnenstrahl die Haut bräunen, das wäre auch ganz nett. Ich freue mich richtig drauf. Zockt ihr was oder genießt ihr die Natur? Also ich versuche beides zu kombinieren, gebe ich ganz ehrlich zu. Und dann will ich auch endlich weiter Hellblade 1 Senua's Sacrifice weiterspielen. Ich bin da mittlerweile ja den ersten, den Wallraven, den habe ich jetzt erledigt. Bin gespannt, wer dann mein nächster Gegner sein wird. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr übers Wochenende zocken werdet. Ich freue mich drauf, wie immer, und wünsche euch jetzt ein schönes langes Wochenende und viel Spaß mit den neuen Spielen bei GeForce Now. Ahoi und ciao! Dieses Video ist eine Produktion der Moodiful People Content Creators. Produziert mit Liebe und Leidenschaft, eigenem Equipment, unabhängig. Für euch aus Dresden in die Welt. Musik von Deichkind und Geek Music. Zwieback.